Aber man fühlt sich gut, muss ich sagen. Ja, ist ein bisschen in Erwartung, was da auf einen drauf zukommt. Ich finde es schön und freue mich und bin eigentlich sehr glücklich. Wir sind vollkommen gespannt und lassen uns überraschen. Erwartungen kann man eher sagen, sind da weniger, sondern man freut sich ganz einfach nur und lässt die Emotionen spielen. Also es war eine sehr schöne Veranstaltung, ich habe mich sehr gefreut, die Laudatio war sehr ehrenvoll und ja, also ich denke, jetzt können wir ganz gut feiern. Also ich bin ganz überrascht und angetan und ganz fröhlich und ich denke mal, da wird es fröhlich weitergehen. Wir haben heute ein wunderschönes Buffet vorbereitet, was unter anderem einen Saibling enthält. Wir haben auch Süßkartoffelkrapfen mit Portweinflaumen, wir haben Antipasti, wir haben gratinierten Käsekuchen da. Also ist für jeden etwas dabei. Und insofern ist es für uns wichtig, deutlich zu machen, welche Unternehmen hier in der Region mit welchen Ideen und mit welchen kreativen Köpfen unterwegs sind. Viele wollen so einen Preis haben und demzufolge sind sie auch noch mehr bereit, über ihre Erfolge zu reden, weil sie wissen ja vielleicht, wie es ist mit Wirtschaftsunternehmen. Die sind sonst sehr wachsam, was sozusagen die Konkurrenz macht und sprechen nicht so gerne über sich selbst. Aber gegenüber der Zeitung und gegenüber diesem Preis sind sie gern dabei. Thank you.